Michaela May ist bei mir, eine ganz große Schauspielerin. Ich freue mich sehr über das Interview. Sie sind, seitdem Sie 10 sind, auf den Bühnen zu Hause mehr oder weniger. Haben Sie Ballett angefangen, ne? Genau. Glauben Sie, dass das so eine Art Schicksal ist, dass man vom Leben an eine bestimmte Richtung gedrückt wird, was man dann auch umsetzt? Ja, es gibt immer das Schicksal oder es gibt immer den Einfluss von oben, aber es gibt auch die Hälfte davon, würde ich sagen, ist das, was man selber macht. Das ist, man braucht immer auch selber einen Willen, bestimmte Dinge zu erreichen, bestimmte Rollen zu spielen oder nicht zu spielen. Man muss dann sehr genau, wenn man die Chance gekriegt hat, da reingeworfen zu werden, in dieses Metier, zu diesem Beruf, da muss man schon auch 50% mindestens selber dazu tun, um das zu lernen, das gut zu machen, aber auch um auszuwählen, wo möchte ich hin, was mache ich gerne, was mache ich nicht, was muss ich lassen, wo verlasse ich meine Schublade, wenn du mal eine Weile, ich war mal eine Weile so im bayerischen Fach mit den Münchner Geschichten und Kir Royal und dem Ganzen, wie holt man sich da wieder raus, damit man nicht nur, und das denke ich, sind mindestens 50%, die man selber dazu tun muss. Ihre beiden Töchter sind auch Schauspielerinnen, nicht? Doch, oder? Meine Kinder haben als Jugendliche gespielt und die Ältere ist bei einem englischen Bilder, ich will den Namen jetzt nicht nennen, okay. In einem Versteigerungshaus, großen Versteigerungshaus, seit 5 Jahren. Direktorin für klassische Moderne und Impressionisten. Und die andere hat Management und International Relations studiert und arbeitet auch in London als Schauspielerin. Die hat es dann in London nochmal gelernt. Aber sie ist auch in einem Filmverleih in London. Aber beide leben in London, ja. Haben Sie das gut gefunden, dass jetzt so in Richtung Schauspiel geht? Oder haben Sie gedacht, boah, Mädels, macht was anderes? Also meine Kinder sind da ohne mich so als Jugendliche reingerutscht und als die damit mit dem Abitur fertig waren, wussten beide nicht so recht, wohin und haben gesagt, sollen wir jetzt oder nicht? Dann habe ich gesagt, solange sie fragen, müssen sie was anderes lernen. Denn wenn du Schauspieler werden willst, dann musst du richtig nur das und sonst nichts wollen, sonst kommst du da nicht hin. Und in der heutigen Zeit ist es noch viel schwieriger als da, als ich anfing. Und die haben dann beide was anderes studiert, aber die eine ist wieder zurück und hat gesagt, jetzt, wenn sie das nicht macht, ihre Seele, dann habe ich gesagt, ja, dann mach das jetzt. Und die spielt in London Theater, verdient noch nicht genug Geld, muss noch nebenher eben arbeiten, aber beide leben in London. Was können wir von Ihnen als nächstes sehen? Worauf können wir uns freuen? Ich habe jetzt gerade eine Mörderin gespielt. Hey. Protokoll des Bösen heißt das. Und da werden 5 Fälle nachgestellt, echte Protokolle von Serienmördern, die noch sitzen. Ich bin die einzige Frau, die anderen 5 sind Männer. Eine macht, glaube ich, der Fritz Wepper, der Uwe Ochsenknecht, der Sven Martinek und so. Wann können wir es sehen? Ich glaube, das kommt im Herbst raus. Ja. Da freue ich mich. Ich stehe auf so Krimi-Mörder-Psychosa. Es ist auch hochinteressant, weil die sitzen noch und das ist 1:1 wirklich der Text und das Interview, das mit denen geführt wurde. Und so realistische und realgetreue Texte kriegt man ja selten. Und das ist auch, also mich hat es schon auch sehr angegriffen, weil meine Mörderin, die hat Patienten in der Klinik befreit oder wie sie sagt, erlöst, weil es denen schlecht ging. Und das ist so zwieschneidig und man muss natürlich auch die Gestalt annehmen und den Beweggrund, warum jemand sowas macht. Und das ist doch sehr emotional und nimmt einen sehr mit. Letzte Frage, ein paar Worte zur Top Party und zu Elke Schumann, die das Ganze heute für uns möglich macht. Ich finde, wie die das organisiert, mit welchem persönlichen Engagement auch, ein privates Briefall, ein perfekt organisierter Fahrservice von der Zugkarte bis zum über den Abholservice bis dann im Hotelzimmer, wo sie nochmal ein Briefchen hinlegt und einen begrüßt mit diversen Dingen, die sie da vorbereitet hat. Also
besser wie Sie kann man so eine Party nicht organisieren. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie uns alle hierher lockt in Saarland, weil sie das wirklich toll macht, auch dieses Ambiente hier, nicht nur wir für uns Einzelne, sondern für alle hier. Allein dieses Buffet, ich weiß nicht, ob Sie das mal abgeleuchtet haben, man weiß gar nicht, was man essen soll. Alles schmeckt super toll. Ja, die Leute sind gut drauf hier, weil es einfach von der vom Grundorganisierten wirklich toll ist. Da kann man euch allen, die ihr da beigetragen habt, aber vor allen Dingen der Elke, wirklich gratulieren. Frau May, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Interview und einen ganz schönen Abend für Sie. Danke sehr. Tschüss.